Überraschung! Frau Steffen und Herr Zahn haben einen Brief von der Stadt Hamburg bekommen und viele andere Menschen in Poppenbüttel auch. Von nun an ist ihr Haus nämlich ein gesetzlich geschütztes Denkmal. Wir waren wie geplättet. Es bedeutet damit, dass wir nicht mehr Herr im eigenen Hause sind, weil man für jede Kleinigkeit einen Antrag stellen muss, der mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Der Außenanstrich, irgendwo hier Schornsteinreparaturen, Türen, Innenleben, es muss alles bei der Behörde beantragt werden. Der Laie sieht es vielleicht nicht, aber das Denkmalschutzamt hat jetzt festgestellt, dass alle Häuser der Siedlung Hamburgbau ein wertvolles Beispiel moderner Baukultur der 70er Jahre in Hamburg sind. Häuser mit Substanz. Es ist eine Jaffa-Kiste, 0815 Häuser. Die sind von außen verblendet worden, von innen sind es meistens Rigipswände. Und wenn man einen Nagel in die Wand haut, der fliegt sofort wieder raus. Bereits kurze Zeit nach unserem Einzug wuchsen Pilze aus unseren Fensterrahmen, mussten saniert werden. Und das unter Denkmalschutz zu stellen, ist doch ein Witz. Aber nein, es ist ein Ensemble, an dessen Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. Ach ja, auch die Gebäudeversicherung freut sich über den Denkmalschutz. Wir wurden von der Feuerkasse her angeschrieben, dass wir im Denkmalschutz sind. Und da ist unsere Versicherungsprämie um 200 Euro gestiegen. Jaha, mit dem Denkmalschutz verändert sich das Leben der Bewohner nachhaltig. Mir hat meine Maklerin, nachdem das unter Denkmalschutz gestellt wurde, gesagt, dass das also mindestens 100.000 Euro weniger wert ist. Ja, es ist doch auch schön, wenn andere bei der Einrichtung mitreden dürfen. Eine Dame vom Denkmalschutzamt war hier und wir haben gefragt, ob wir diese Tür gegen eine Glastür, Ganzglastür tauschen können. Sie hat gesagt, so einfach ist das nicht, Sie müssen einen Antrag stellen. Aber dafür kommt bei allen 221 unter Denkmalschutz gestellten Häusern jetzt vielleicht öfter Besuch. Und wo eben natürlich zusätzlich der Kamm schwillt, ist, dass jederzeit das Denkmalschutz das Recht hat, in die Wohnung zu kommen und zu kontrollieren. Ob man sich in so einer denkmalgeschützten Siedlung so einfach versammeln darf? Vielleicht mit Antrag. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Hallo, ja? Würden Sie mich mitnehmen zur ARD-Mediathek? Da gehen wir jetzt mit extra hin, von YouTube zur Mediathek. Klar kenne ich den Weg, einfach hier klicken. Nee, sorry, hier. Meine Orientierung ist leider so mies wie diese Endcard. Schnell weg.